Wunderschönen guten Tag zusammen, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Bang. Heute mit Dadosh, Dalukat, Moment, hier sieht man die gleich da. Dadosh, Sepp, Dalukat, Bram, Peter und mir. Dadosh. Das ist nicht Bang, das ist Bam. Was? Bam. Das heißt ja, wir Bam. Müssen, Bam. Das, im Workshop heißt es jetzt Bam. Okay, Bam. Bam, Bam. Neue Version. Dadosh ist heute Team Beatsmeet. Und der das Spiel als erstes zum ersten Mal spielt. Ja. Dadosh spielt das zum ersten Mal, das ist aber gar nicht so schlimm, den werden wir da unterstützen, wo wir können. Und der kann auch anfangen, glaube ich, seinen Helden zu ziehen, oder? Darf ich? Ja. Oder ja. Würde ich sagen. Zieh mal deinen Helden. Wer bist du denn? Die darf man auch aufdecken, ja? Ja. Ah, warte, bevor wir das gucken, also ist jetzt nicht schlimm, wenn du schon geguckt hast, aber ich muss ja noch den Leuten hier meine Rolle zeigen. Also. Ja. Du musst ja auch noch wissen. Hater. Ich bin du. Ja. So, nee, Moment da nicht hin. Ach, das ist nicht gut für dich. Dadosh so. Ist direkt Christian. Dadosh ist ich. Das kann ja was werden. In der Ruhe liegt die Kraft. Selbst in gefährlichen Situationen kann ich nichts aus der Ruhe bringen. Wenn du 2 oder weniger KP übrig hast, erhältst du plus einen Angriffsschaden. Und deinen Gegner müssen 2-mal Block spielen, um deinen Angriff abzuwenden. Das ist etwas offensiver, also aber dadosh kriegst du 5 Leben. Weil der Team Pizmeet kriegt immer 1 mehr, als da drauf steht. Ah, okay. Ja. Ja. Achso, jetzt heißt, du also noch so ein, hast am Ende noch genau. So ein Enrage. Ja. Du kriegst jetzt 5 Leben, quasi. Das heißt, du hast noch 5 Karten. Oje, okay, oje, oje. Dann zieh ich mir jetzt auch die 5 Handkarten, ja? Nee, mach das mal nicht. Machen wir gleich. Achso, okay, alles klar. Und? Sepp ist. Boah, ich bin auch Christian! Auch nice! Christian. Das ist gut! gute Folge bisher. dreimal ich. Feuerteufel, wenn du einem Spieler erfolgreich Schaden zufügst, wirf einen Würfel. Ist die Augenzahl gerade, muss der angegriffene Spieler eine seiner ausgerüsteten Karten den Flammen opfern. Alter! Holy shit. Ich will auch eine Christian-Karte. Alter! Ich will auch das ist Christian sein. Oh, aber Dalu ist Peter. Peter ist felsenfest. Das wäre gut für Dadosh gewesen. Wenn du durch einen Angriff Schaden erleiden würdest, wirf einen Würfel, beträgt die Augenzahl 1 oder 6, erhältst du keinen Schaden. Ja, jedes Mal? Gewesen, ja. Ah ne, nur durch Angriff. Ja, der geht ja. Nur durch Angriff halt, aber trotzdem jedes Mal durch Angriff. Okay. Meine Aufnahme. Bram ist Hardy. The Nose. Du kannst es einfach nicht lassen, deine überdimensionale Nase in die Dinge anderer zu stecken. Nachdem dein Zug vorbei ist, kannst du dir die obersten 2 Karten des Stapels anschauen und in beliebiger Reihenfolge auf den Stapel zurücklegen. Oh, fuck. Oh, das ist stark. Ja, schade, Peter. Das ist für den nächsten Wobei, dahinter. Peter, vielleicht seid ihr ja beide Hater, dann spielt ihr ja doch zusammen. Ja, oder beide Abonnenten. Das kann ich. Peter ist Sepp. Jedes Mal. Oh, sorry, Rudy ist ja vor. Du kannst auch gerne lesen. Der Master in Linguistik. Jedes Mal, wenn du am Zug bist, kannst du deine Gestalt durch übertriebene CGI-Effekte wechseln und deine Werte für Distanz und Reichweite miteinander tauschen. Am Anfang? Stimmt, da mussten wir uns auf irgendwas einigen und ich glaube, wir haben uns auch am Anfang geeinigt. Am Anfang deiner Runde. Also am Anfang einmal. Genau. Weil sonst kannst du halt ständig hin und her wechseln und. Dann würde ich am Ende auf immer gucken, dass du möglichst viel Distanz hast und am Anfang möglichst viel Reichweite. Cool. Ziehen wir mal. Moment, ich muss Christian die Karte ist. Christian ist Christian. Ich bin Dalukat. Hey. Mit Brille Vielmann. Durch deine lächerliche Gaming-Brille kannst du alle Mitspieler unabhängig von deren Distanz und deiner Reichweite sehen und angreifen. Ach, Alter, krass. Wann bin ich so das ist so geworden. Viel stärker als Optimus Sepp, ey. Das wann ist halt ich echt so krass. Okay geworden? Ja, mit deiner Vielmann-Brille. Aber Peter, du hast ein Leben mehr, ne? Ja. Tanky. Ich finde es schön, dass die. Also, eigentlich finde ich jetzt ganz schön stylisch, dass du extra darauf geachtet hast, die Haare in der gleichen Farbe der Brille zu machen. Oder andersrum. Ja. Vielleicht hast du nur eine gelbe Brille. Ich verteile mal 4 Karten zumindest und dann können die 5er ja noch eine zusätzlich ziehen. 3, 4. Oh! So, wer fängt denn dann? Dadosh fängt auch an, oder? Ja, erstmal müssen die 5er noch eine zusätzlich ziehen und dann dürfen wir uns ausrüsten. Dadosh, du kannst jetzt anfangen, dich auszurüsten. Oder machen wir das doch alle gleichzeitig? Von mir aus können wir dann alle gleichzeitig machen, dann machen wir fertig. Alle gleichzeitig. Ist das hier Reihenfolge mit Rot auf Rot oder sowas hier mit dem Herz oder ist es irrelevant, wo die liegen? Könnte man eigentlich auch Karten solange tauschen? Du nur einen Unterstützer, ein Vehikel und eine Waffe benutzt, ist das scheißegal, wo du die hinlegst. Okay, gut. Jetzt kannst du, was war die Frage, Christian? Jetzt kannst du bei dir 2 Distanz hinzufügen auf deinem, wie heißt das? Counter. Und eine Reichweite.
Wieso genau. Reichweite? Ach, hier unten Reichweite, achso. Genau. Oh, Andi ist geil. Andi ist tatsächlich gut für dich, ja. Ja, mit dem Heal, ja. Aber glaube ich nur einmal. Nee, Karten tauschen ging nicht, ne? So wie bei hier Cards Against Humanity. Wann heißt Karten tauschen? Naja, ich lege eine ab und ziehe eine neue. Nee. 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 Ach, schade. Brauche ich die ja gar nicht. Okay. Hatten wir die Regeln oder schon für die Clown-Karten? Kannst du was welche nehmen, das? Die er auf der Hand hat oder die, die auch da am Tisch liegen? Oh ja, stimmt. Oder. Aber das weiß ich nicht mehr, das müssen wir mal nachgucken. Aber ich muss da nur. Ich glaube nicht, dass das im Regelwerk steht. Nee, nee. Oder gab es eine Karte, die. Bei einer Karte stand auch bei, entweder vom Tisch oder von der Hand. Ich glaube, wenn das steht von der Hand, dann ist es von der Hand und wenn das nicht da steht, dann überall. Genau, weil es gibt nämlich noch Sammy, ich meine, das war Sammy, die verteidigt gegen Diebstahl. Genau. Und daraus haben wir dann abgehört. Nee, Emma ist das. Oder Emma. Ja, und daraus hatten wir dann, dass die Karte ja gar keinen Sinn machen würde, wenn du keine Sachen von der Hand. Ich meine, es gibt eine Klaukarte, wo drauf steht, halt aus der Hand. Ja. Das sehen wir dann vielleicht. Hat sich jeder schon ausgerüstet? Krass. Ja. Ja. Ach so, echt? Oh. Ja. Ich nicht. Was sei, Tisch ist leer geblieben. Gronkh. Der hat den Erik, guck mal an. Der Mann mit den dreckigen Schuhen zum Anzug. Und dabei nehme ich noch meinen Camaro. Geil. Ey, hab ich auch. Distanz. Distanz ist das, wie weit ich weg bin, ne? Ja. Okay. Dann das heißt, ich ziehe jetzt zwei durch, Karten. Ne? Ja, also sind dann offensichtlich alle fertig. Haben richtig viele Ausrüstungsgegenstände gekriegt hier. Ja. Aber dadurch, bei denen liegen zumindest schon mal zwei am Tisch und bei Dalu auch. Ja, dann kannst du jetzt deinen ersten zumachen. Zwei Karten ziehen. Also der Andi macht bei dir jetzt gerade keinen Sinn, weil du dich eh nicht heilen könntest. Genau. Musst du den denn trotzdem ziehen? Oder ist das eine Du-Kannst-Karte? Nee, das kannst, meiner Meinung nach. Also, das muss er nicht machen. Ja, weil sonst, also, ne, ich frage halt deswegen, weil sonst die Karten ja dann eine ganz andere Reihenfolge haben. Ja, stimmt. Okay. Ja. Okay, wenn das heißt auch, wenn ich es vergesse, dann vergesse ich das und dann ist es halt meine Schuld. Vergessen. Okay, ja, gut, jetzt ist nicht so dumm. Okay, dann heißt, ich bin jetzt noch dran, ne? Das heißt, ich rüste jetzt die hier noch aus. Oh, die Feuerpfeile, das passt ja perfekt zu mir. Ja. Wenn du Spieler Schaden zufügst, kannst du Handkarte des Spielers entfernen. Du kriegst noch eine Reichweite dazu, nicht vergessen. Ah ja, eine das heißt, drei. Du kannst jetzt. Die hier. Oder? Ach nee, Reichweite ist das andere. Das ist Distanz. Moment. Bei Sepp reichen, Dalu nicht. Ja, aber ich greife niemanden an. Ich aber. Ich sehe ja noch keinen Grund darin, oder? Du kannst alle angreifen. Passt, ja. Dalu nicht. Dalu nicht. Ah ja, weil der Distanz hat. Alles richtig. Okay, also ich greife niemanden an und beende meinen Zug dann. Okay. Moment. Hast du denn schon eine Theorie dadurch, wer deine Freunde sind und wer nicht? Natürlich. Ja, ich bin mir auch sehr sicher eigentlich schon. Okay, das heißt, ich darf ziehen dadurch? Ja, du darfst ziehen. Ja. Das hätte schon deinem ersten Feind Damage machen können. Direkt auf Sepp drauf. Vielleicht auch wichtig gewesen. Hey, was habt ihr denn jetzt mit mir? Nur weil ich dadurch nicht mag? Hey. Ich bin ja auch nicht dadurch. Magst du dadurch nicht? Nee. Ich kann man dadurch nicht mögen. Weil er ein Hater ist. Dadurch ist der Mensch der Erde. Hey, ich finde, dadurch macht halt richtig scheiß Content. Da zieht er erstmal den dicken Truck. Könnte auch mal ein bisschen geilere Sachen machen. Das stimmt. Aber. Ja. Das tut mir ja leid für meinen Hater-Kollegen, aber. Okay. Das trifft die Feinde mehr. Dadurch bist du mein Hater-Kollege. Leicht. Dadurch ist das nicht. Natürlich. Das trifft auf jeden Fall unsere Feinde mehr als uns. Weil. Ich spiele die Trash Knight. Das ist eine neue Karte. Was ist das denn? Jeder Spieler muss zwei Karten von seiner Hand abwerfen. Beglücke deine Mitspieler mit den meisten Videogeschichten. Alle anderen. An den Rand, also alle anderen außer mir. Zwei Karten von mir. Okay, das also ist zwei Karten. Wieso kommen ja einfach neue Karten rein? Was ist das denn? Ich muss jetzt zwei Karten abwerfen. Geile Pornokarte. Also Dalu, ich weiß, da tut dir jetzt auch weh. Dann müsst ihr aber die sehen? Ja, die offen, oder? Ja, ja. Ja, Ablagestapel offen? Halt, ne? Weiß ich gar nicht. Keinen Unterschied, oder? Block! Der ist ja weg. Oh, Dadosh, Blocks sind für dich die wichtigsten Karten, die es gibt. Mikkel und Vielleicht hat er ja noch zwei. Vielleicht habe ich aber noch mehr als einen.
Okay. Komm hier. Aber ja, habe ich mir schon gedacht, dass ich eher blocken als angreifen muss. Alter. Du musst vor allem jetzt gerade angreifen. Das klingt ein bisschen blöd, aber weil du Handkarten von Gegnern burnst und wenn du low HP bist, machst du. Angriff brauche ich auch nicht. Machst du mehr Schaden. Also du musst die Leute fertig machen. Nee. Ich mache jetzt erstmal Dadosh fertig. Dadosh ist zwar echt weit weg. Warte mal, ich muss mir hier noch ein bisschen Distanz geben. Aber ich schreibe einfach mal so einen Hasskommentar. Ja, weil ich bin ja bei Dadosh. Der ist neu. Nee, den hat man letztes Mal auch schon. Greif einen Spieler mit diesem zutiefst beleidigenden Kommentar an und lass ihn an der Intelligenz der Menschheit zweifeln. Wirkt wie Angriff, nur ohne Begrenzung durch Reichweite. Dadosh! Das heißt, du kannst blocken. Du kannst ihn blocken. Du kannst Block! Oh nein! Oh fuck. Dann schreibe ich nochmal abgeworfen. Hat er doch mehr gehabt. Ja, natürlich. Also das dachte ich mir schon. So. Habe ich jetzt weggelegt, ist richtig, ne? Ja. Okay, das heißt, Blocks sind Sepp für dich trotzdem die wichtigsten. Ja, Sepp ist jetzt der Gegner, der Abonnent machen war mein Zug. Also ich bin dran, ich ziehe zwei Karten, richtig? Okay. Wait, wo ist denn die Dix-Karte hin? Die Sepp gerade gespielt hat mit dem Tweet. Unter der Trash Knight. Achso. Okay, pass auf, Dadosh. Dadosh, dass wir Sepp jetzt in der Runde schon haben als dein Gegner, werde ich ihn jetzt sozusagen blocklos machen und du faust ihn danach. Ja, ja. Hör ihm gut zu, der YouTube-Mitarbeiter spricht. Ja, ich wollte gerade sagen, aber ich mache eine Einzel. Ja, aber egal, er kann ja trotzdem töten. Ist doch egal, was ich wäre jetzt in der Runde. Ist okay. Ich mache einen richtig geilen Klau und nehme mir seinen Truck. Ah, ja. Wähle einen Spieler aus und nimm seine Karte. Und nehm die auf die Hand. Damit hat er keine Distanz mehr und er sitzt auch nur ein neben mir. Dann greife ich ihn an. Ja. Dann kriege ich einen Schaden. Theoretisch könntest du doch den Truck auch direkt ausrüsten, okay. Oder? Könnte ich, also ist eine Regelfrage. Ich ja nicht. Ja, war nur eine Regelfrage. Und dann bin ich noch Sepp, Jay, der Gaukler und greife ihn nochmal an. Oder geht das nicht? Doch. Ist ja nicht dieselbe Karte. Ja. Ja. Na cool. Würde ich auch sagen. So, und du findest ihn dadurch. Zählt als alles Angriff, klar. Ist das Hater, nicht Kollegen. Zählt als Angriff, ey, ist das dann nicht Verräter. Angriff? Ja, nur weil es als Angriff zählt, ist das ja trotzdem noch die Gauklerkarte und nicht die Angriffskarte. Ah ja. Achso, so wird das gezählt. Ich dachte, du kannst ja, okay. Weil und bei den dadurch, anderen haben wir ja gesagt, du machst so einen Kram wie, wie hieß denn das? Wenn du einen Hater tötest, also Duell einen Bösen, so. Dann ziehst du doch sogar Karten, oder nicht? Ja, das kommt doch an, welche Rolle du bist, oder? Ja, dadurch. Ja. Wenn Dadosh ihn finisht. Ich glaube, wenn Dadosh ihn finisht, ziehst du Karten. Genau, Dadosh. Das heißt, ich habe das hier vorbereitet und jetzt mach Action. Das war jetzt auch von Sepp echt krass, dass der sich direkt im ersten Zug so revealed hat, muss ich sagen. Ja, ich muss doch meine Hater-Kollegen muss ich doch finden. Nee, also, du kannst dich ja erstmal aufpushen, dass du jetzt. So, Bram, bist du jetzt mein Kollege? Ich hab Dalu vertraut, der Mist. Ja, also ich darf, ja? Du bist fertig, Dalu. Dann zieh ich erstmal zwei. Okay. Hey, tut mir leid, Sepp, aber wenn du den Content kacke findest, dann muss ich aber zwischengehen, ja? Ja, der Hater. Okay, sprich als allererstes mal den Merch-Shop, ja? Decke für jeden noch lebenden Spieler eine Karte auf. Nun nimmt jeder Spieler in Zugreihenfolge eine der übrig gebliebenen Karten auf die Hand. Jo. Heißt, Bram sucht sich zuerst dann aus, dann ich, dann Christian und so weiter. Eins, oder ich krieg den sechs, Rest. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, wir sind sechs Leute. Hoppala. Ja. Mein Gott, ist ja egal, wie rum die da jetzt liegen. Ja. Oh, ich krieg den. Okay, was haben wir da? Okay. Den? Ich fordere dich zu einem Duell. Der wird wahrscheinlich überbleiben. Warum? Die als letztes. Ja, gut. Ich darf mal einen Nachschub ziehen. Ja, zieh ich auch. Das ist belastend. Dadurch, wenn du gleich die Wahl haben solltest, nimm Angriff. Nimm Block, genau. Wenn du keinen Angriff hast, damit er nicht blocken kann. Ja, ich weiß, aber ich habe keinen Angriff. Also ja, aber du ziehst ja noch. Ja, okay, ja. Ja. Lass doch uns Lemminge das erledigen. Ja, okay. Ich weiß ehrlich gesagt, würde ich die für Sepp jetzt lieber einen Angriff nehmen oder einen Block? Ich hab nochmal eine Frage. Das kann aber ja alles nicht sein. Block, ne? Ich würde den Block nehmen, okay. Ja, wenn du ihn lassen würdest. Wann war es deine Frage? Also auch wenn ich jetzt hypothetischerweise eine plus 3 Reichweitenkarte hätte, ja? Ja. Dann würde ich auf 4 Reichweite kommen damit. Ja. Würde ich bei
also würde ich nach Sepp trotzdem 2 brauchen, ja, oder plus 2? Du musst trotzdem mir 2 brauchen. Du musst dir das immer so wie so Seitenstraßen vorstellen. Zu mir brauchst du 1, aber dann die Distanz noch plus. Zu Sepp brauchst du 2 und dann die Distanz noch plus. Weißt du, okay, was ich meine? Also ich brauche zu Sepp dann nicht jetzt 4. Ja, genau. Okay. Okay, dann. Alles klar, Attack. Okay, Bram, weiter okay. Mit Zug. Ja. Dann spiele ich meine plus 3 Reichweiten. Ganz hypothetisch. Nehmen wir einfach mal an. Nehmen wir einfach mal an, ich hätte einen auf der Hand. Dann spiele ich noch einen Nachschub. Weil das macht ja Sinn. Mach nochmal hier deinen Reichweiten-Counter korrekt. Bitte. Oh ja, Entschuldigung. Ja, 1, 2, 3. So, dann spiele ich Nachschub, zieh 2 Karten, ja? 1, ja. So. Viel Glück. Boah, ist ja sick, Alter. Muss noch warten, dadurch. Ah, okay, dann spiel ich einen Bobbycar. Ich hab Tanz mit. Das ist ein 1A-Foto gewesen von Peter. Da werde ich nicht vergessen, wie der auf dem Ding gesessen hat. jetzt belastend. Und dann gucke ich mir, weil mein Zug damit beendet ist, mit Hardys Karte die obersten 2 Karten an und kann die beliebige Reihenfolge wieder zurücktun. Du willst Sepp also nicht angreifen? Ey, wenn ich das wollen schon. Ein Dalu, kann den wegblocken. Kann er halt nicht, wenn er mein Freund ist. Ja, nee, genau, man hätte die Angriffskarte, die da lag, hätte man unmöglich mitnehmen können. Ja, nee, da musste man lieber neue ziehen. Ich hab Nachschub mitgenommen. Ja, warum denn nicht, Alter? Der hat doch nur 2 HP, ist doch erstmal okay so. Ihr habt doch die Angriffskarten jetzt gespielt. Wäre schon geil, wenn Sepp in der ersten Runde stirbt. Ich bin echter Freund hier. Okay, bist du damit durch? Ach nee, Quatsch, du musst ja jetzt noch die Reihenfolge festlegen. Genau. Soll ich die jetzt so einfach ziehen? Ich meine, aber du kannst sie auch so einfach ziehen. Eigentlich, ich wollte gerade sagen, weil das ist ja nur für die Bombe relevant, ne? Ja, und die gibt es. Weil dadurch gibt es eine Karte, die heißt Bombe. Und am Anfang. Nee, die heißt Melonenmine. Ja, oder Melonenmine. Ich weiß auch nicht, warum ich das so genau weiß. Wenn der Spieler hat, dann muss der am Anfang erst eine Karte ziehen. Und da steht dann irgendwie drauf, wenn die Karo ist, explodiert die und macht dir 2 Schaden. Okay. Wenn die nicht explodiert, geht die einen weiter. Wenn Chris aber Hardys Charakter hätte, wäre das auch ziemlich stark, weil er dadurch dann immer ein Karo oben hinlegen könnte. Ja, das stimmt. Ja, aber so, also ich glaube, wie viele Melonen gibt es denn? 2? Nein, hatte nichts mit der Melone zu tun. Also unabhängig von der Melone könntest du ihn damit voll supporten. Ach so, für Andi. Ja, stimmt. Ja. Ich hatte gerade nur wegen Karo an die Bombe gedacht. Okay, seid ihr durch? Weil dann würde ich jetzt ziehen. Ja. Na, zieh mal, Peter, welche wird es wohl sein? Naja, das weiß ja nur Bram. Nur Bram kennt die. Wäre das nicht sinnvoller, wenn er die ersten 3 eigentlich angucken könnte? Eigentlich so schon, irgendwie. Ja, aber das steht nicht so auf der Karte. Steht, du kannst nur was 2 angucken. Ich habe jetzt 2 Reichweite. Das heißt, ich erreiche Christian. Hast du nicht eigentlich 3 Reichweite? Dir fehlt einer. Ach, nee. Du brauchst. Also, ich habe nur Christian erreiche ich, oder? Weil zu Bram bräuchte ich 1 plus 2. Er meint Dalu. Christian hat doch 3 Reichweite. 1 plus 2. Die habe ich. Die habe ich selbst. 2. Das hat er. Er kommt aber ins Raum. Ich bin verwirrt. Ja, ich du hast auf die Karte dran geguckt, ne? Ja. Warum ist hier nur 2 weg? Okay. Ja, stimmt, das ergibt Sinn. Wenn ich hier eine 1 stehen hätte und er bei Distanzen eine 1 stehen hätte, würde ich ja auch dran kommen. Okay, aber warum zum Teufel soll ich Bram angreifen? Der hat ja noch nichts Böses gemacht. Weil er selbst Kollege ist. Ja, weiß ich noch nicht, ob das safe ist. Aber Peter ist der YouTube-Mitarbeiter, der ist deshalb auch unser Freund. Weißt du, Dalu, ich glaube, du bist der YouTube-Mitarbeiter und versuchst gerade einen wegzusnacken, um dich dann mit dem anderen zu verbünden und zu hoffen, dass das alles so läuft, wie du das gerne hättest. Oder ich snack einfach. Nicht, dass du bist. Oder ich snack einfach die Bösen weg und wir gewinnen das Ding. Ich mach mal Hasskommentar auf Sepp. Was macht denn der? Ah, da ist schon wieder der Screenshot von Twitter von Dalu. Dann. Jetzt habe ich schon wieder meinen Schaden. Dings rausgemacht. Sehr gut. Lass mal schön dadurch den Kill machen, damit er Karten zieht. Ja, kannst du das denn dadurch? Ich trotzdem so viel Damage wie möglich. Ich starte noch nicht, ne? Ja, das ist richtig, aber er hat nur 1 HP jetzt. Also ich muss eine Angriffskarte. Meinst du, ich sollte ihn nicht finishen, ehrlich gesagt, würde ich sogar finishen. Ja, wenn ich könnte, würde ich es tun. Hat, ja, wenn dadurch keine Angriffskarte hat, vielleicht. Aber sonst, wenn wir es forcen du könnten. Vielleicht eine. Das könnte sein. Aber wenn er dann keine zieht, dann ist er wieder dran. Okay, jetzt ziehe ich erstmal, lege ich erstmal Nachschub, das heißt nochmal 2 Karten ziehen. Sepp, es tut mir so leid, ja. Einer muss halt am Anfang. Du hast mich richtig in die Scheiße geritten. Du hast gesagt, du hast dich selbst in die Scheiße geritten. Hätte ich dich angegriffen. Nee, Dalu hat mir gesagt, er ist mein Freund. Ja, ich hab ihm vertraut. Ich hätte mich nicht angreifen können, ich sitze in deinem Auto. Klar. Das ist total egal gewesen. Ach komm, einfach, was die Frage ist immer noch, wer sind die anderen Leute? Die Mine.
Ja, ich tue mich gerade ein bisschen schwer, meine Kollegen. Also der YouTube-Mitarbeiter also müsste eigentlich auf der Hater-Seite sein und mein Hater-Kollege. Wenn der Spieler am Zug ist, deckst du die oberste Karte auf. Wenn Karo kommt, explodiert die, kriegst 2 Schaden. Wenn nicht, geht weiter. Alter, ist die hart. Ja. Und dann, weil die haben wir schon oft gedodged, muss man auch sagen. Oder kann ich schon, aber bin ich mir noch nicht sicher. Achso, ich muss 2 Karten ziehen. Peter, was bist denn du, Peter? Ich bin Abonnent. Das heißt, wir spielen ihr beide und Darosch. Wir würden das perfekt weiß sitzen. Ich noch nicht. Also wenn es so wäre, würden wir perfekt sitzen, weil wir jeden zweiten Zug dran sind. Eigentlich wäre es viel besser, wenn die Abonnenten um Dardosch rumsitzen würden, oder? Damit wir noch Wir können so wirklich. Ja, okay, einer hätte neben Dardosch sitzen können, um ihn halt ein bisschen mit Distanz zu supporten, aber so sind wir wenigstens immer im Wechsel dran. Ja. Das ist richtig. Kann man sich nicht so gut absprechen. Schwierig. Dardosch, wenn du jetzt sofort Damage kriegst, denk an Andi, ne? Zieh mal den Arsch. Ja. Also das heißt, Christian ist der YouTube-Mitarbeiter. Und Bram und Sepp die Hater. Du bist der YouTube-Mitarbeiter. Ja, ich bin mir auch nicht so sicher, Dalu. Weißt du nicht, ob das Bram oder Dalu ist? Einer von den beiden. Ja, ich bin Abonnent. Also wer YouTube-Mitarbeiter ist, macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn er sich auf die Seite der Abonnenten legt. Richtig. Also... Korrekt. Weil als YouTube-Mitarbeiter würde ich ja nicht versuchen, Sepp zu finishen. Ich hätte jetzt gesagt, das ist Bram, weil er so ein bisschen zugeguckt hat. Ja, Bram hätte den Attack nehmen können und hätte ich einfach finishen können. Ja. Ja, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das darfst du mir jetzt nicht hier falsch erzählen. Das stimmt, das ist richtig. Schaden, alles ist schade. Also es gibt mehrere neue Karten. Ja, aber das ist kein Finishen. Jemandem Schaden machen und jemanden finishen, ist ein großer Unterschied. Ja, aber 4 neue Karten. Auf 1 reduziert. Ja, nee, brauchst du jetzt gar nicht versuchen. Ja, du bist halt Trader, ist ja egal. Wait, das heißt, du gehst davon aus, Bram hätte einen Angriff gehabt, hat ihn aber nicht gegen Sepp eingesetzt. Bram hätte einen Angriff nehmen können. Weißt du, warte, können wir doch gucken, ob er ihn benutzt hat oder nicht. Er hat keinen. Weiß ich nicht. Ob er ihn benutzt hat oder nicht? Nee, ob er ihn auf der Hand hat oder nicht. Ja, was kann er nicht sein? Ihr könnt nicht alle drei in einem Team sein. Nee, sind wir ja auch nicht. Christian ist alleine. Das muss jetzt hier mal endlich positiv für mich laufen. Ist der Böse. Ja, der ist schon die ganze Zeit Wenn Dalu den dummen Move macht, ja, und wir, dann ihr beide und Sepp, also Sepp ist safe. Wenn ihr mich verliert, habt ihr verloren, liebe Hater. Ich meine, wer hat bisher Sepp alles angegriffen? Leute. Ich und du. Richtig. Ja, echt. Das spricht für nix. Ja, das naja, also dafür, weder ein Hater noch ein YouTube-Mitarbeiter würde Sepp angreifen. Warum denn der YouTube-Mitarbeiter nicht? Natürlich. Weil du gehst ja nicht auf 4 gegen 2, du versuchst auf 3 gegen 3 zu spielen. Aber der YouTube-Mitarbeiter muss doch, weil er alleine ist, eine Seite von denen mitnehmen. Und wie wieso sollte er nicht die nehmen, wo du am Anfang auf jeden Fall weißt, weil sich derjenige als Hater outet, warum solltest du nicht die nehmen? Wenn du dann 4 gegen 2 spielst. Stellen wir mal an, Sepp wäre jetzt tot. Ja. Wie gewinnt der einzelne Spieler dann noch? Ja, gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Deswegen ist schon richtig. Also, der muss am Anfang 3 gegen 3 spielen. Der muss am Anfang die Hater unterstützen, bis sich das ein bisschen entwickelt. Und dann kann er irgendwann anfangen, backzustabben. Aber in der Konstellation muss er am Anfang die Hater unterstützen, weil sonst hat er verloren. Deswegen ist er gestern aktuell durchaus Sinn. Deswegen, Christian, greif mal nicht selbst an. Deshalb weiß ich auch noch nicht, warum hier nichts passiert ist und nur ich angegriffen wurde. Hallo und ich sind wahrscheinlich Abonnent. Also wäre alles andere wäre echt bescheuert. Ja. Tja. Ja, du kannst natürlich auch 2 gegen 4 immer noch mit Kartenglück gewinnen, ne? Also auch wenn Sepp jetzt stirbt, ist noch nicht alles verloren. Aber das ist halt relativ eindeutig, ne? Eindeutig nicht, aber du verlierst halt Chancen. Ihr verliert erstmal alle 2 Karten. Ja, das ist teuer. Oh, das ist nicht gut. Nein, das waren gute Karten, die ich hatte. Die ich hatte einen Angriff, na klar, habe ich jetzt bekommen. Und ja, okay, meine Karten waren eh bekannt. Den Schrank von Sim. Boah, das war nicht gut. Das ist eine unglaublich mächtige Karte in dem Spiel. Das ist krass, ja. Machete, guck mal, was er für kriminelle Waffen dabei hat. Wie kann man drüber hovern und die durchlesen? Mit alt. Wenn du alt drückst, wird die sehr groß. Ah, nice. Wenn du den Mausrad dann noch benutzt, dann wird die noch größer. Ich hab mal rangezoomt. Das ist mal für 5 Leuten gesagt, wie alt du bist. So, dann spielen wir noch.
Sepp, wir werden dich zwar nicht angreifen, aber die Bombe geht hoch. Wird das nicht lustig? Ja, ich merke das schon. Nein, ja, wer kriegt denn dann die Karten? Keiner, glaube ich. Das haben wir dadurch nicht erklärt. Wenn du einen Hater killst dadurch, dann kriegst du seine Handkarten? Ich glaube, du ziehst drei. Nee, du ziehst Karten. Du ziehst drei Karten. Ja. Okay, Entschuldigung. Aber nicht, wenn du jemanden anders killst. Wenn du einen Abonnenten tötest, verlierst du alles. Also gerade wenn du einen Abonnenten, ja. Aber wenn ein Hater einen Abonnenten tötet, dann kriegt er auch nichts. Okay. Aber wenn du als Team Peace mit Abonnenten umringst, dann verlierst du deine ganzen Handkarten und Ausrüstungskarten. Ja. Also dadurch greif mich lieber nicht an, du verlierst alles. Ich glaube, du lügst. Erstmal ist ja Christian noch dran. Ich greife Bram an. Hä? Kommt, glaube ich, noch er kommt viel nicht an. Er kommt doch an keinen ran, oder? Ah, ja, nee, er genau kann jeden. So. Doch, er kann jeden angreifen. Hä? Ich komme an jeden ran, ja. Hä? Ich glaube, Sepp versteht das nicht. Was heißt denn, hä? Verstehe nicht. Ja, ich find's gut. Also, ich find's super. Es gibt zwei Abonnenten. Das sind Dalo und Peter aktuell. Und da gibt's Christian das hat Team jetzt nicht einer mal von gesagt, den beiden ist kein Abonnent. Doch. Ja, aber das ergibt auch keinen Sinn. Christian hätte sonst dazwischen geredet, dass er selber Abonnent ist. Das hat er aber gar nicht gesagt. Er nimmt das auch schon einfach mehrfach hin gesagt. Ja, aber jetzt als also, ich überlege die ganze Zeit, kann ich nicht mal überlegen, weil ich. Ja, genau. Christian wird halt mich schützen. Battle for One. Mit wem? Hä? Mit Bram. Ist so okay. Peter. Was heißt denn da eigentlich? Ja, Bram, sie haben einfach verloren. Muss ich jetzt zuerst? Oder Bram zuerst? Die ist ja deine erste. Achso. Der YouTube-Mitarbeiter versucht sich da einzuschleimen oder sowas. Alter, da hat er wahrscheinlich noch freie ist Wahl, hier rumzusnacken jetzt. Sind alle low. Ja, aber ich wollte zwei Karten. Okay, dann zieh ich jetzt null Karten. Zwei Karten. Fuck. Der überlebt auch also ewig. Ich hoffe, ich überlebe das. Komm einfach eine Tag und dann weg. Nee, bitte und nicht. Dann ist auch die Bombe zum Glück weg. Es ist auf jeden Fall schon mal keine Attack-Karte, er muss er lesen. Sehe ich das richtig, dass du 4 Leben hast? Wie bitte? Dadurch? Ach komm! Sepp ist dead. Das heißt, du hast die Andi-Karte vergessen. Außer er blockt. Ich hab doch gar keinen Schaden. Ja. Achso, du hast 5. Hab ich dich jetzt echt? Er lebt noch. Okay. Pick mich hart, ey. Ein HP. Oh mein, was ist das für eine Karte? Attack! Pick mich aber halt, es killt mich halt die Bombe, dann kriegst du immerhin keine Karten. Oh, schade. Du hättest sogar noch eine Handkarte von ihm entfernen können. Wieso? Wenn du einem Spieler Schaden zufügst, kannst du eine Handkarte des Spielers entfernen. Achso. Ich muss die Karte. Ja, das ist ja eines der wichtigsten Sachen, dran zu denken, aufpassen, was man alles für Fähigkeiten hat. Okay, aber ich hab ihn ja. Also ich hatte es jetzt vergessen, aber ich hab ihn aktuell nicht. Ja. Ich verstehe es auch nicht, Bram. Ich bin einfach total tot. Ja, dass du drauf gehst, ist mir egal. Nee! Aber Dalu, dann Dalu muss dann safe der YouTube-Mitarbeiter sein. Nein, ich glaube einfach, dass Christian gerade einen Fehler gemacht hat. Das ist ein easy Oder Ding. Du hast am Anfang einfach Sepp angegriffen, um zu gucken, was passiert. Ja, genau, weil er gesagt hat, dass er ein Hater ist. Das war ein safe Target. Ja, okay, und ich auf jeden fertig Fall dadurch angegriffen habe. Also ich bin hab mich doch safe direkt eben für alle als Hater geoutet. Ja, das war nicht klug. Noch und ist nochmal dran, ey, so eine Scheiße. Ja, aber er explodiert doch jetzt. Vielleicht, er muss aufdecken. Doch, safe. Chance von 1 zu 4, oder? Aufdecken, aufdecken. Bist du fertig, Dadosch? Ich bin fertig, bin fertig. Okay, ja, aufdecken. Okay, ich muss jetzt aufdecken und wenn was Peak, ist. Peak. Karo. Ist diese Karo. Peak. Karo ist Ende. War bei Karos Ende? Ja. Ach so. Ja, für ihn. Karo! Da! Ja. Oh. Die kommt überlebt weg, ne? Ja, und jetzt zieht sie. Ich dachte nur, wenn Karo kommt, dann dodgt man die. Aber das wäre zu hart. Nee. Oh, danach sind direkt 2 Karo-Karten gekommen. Echt krass. Das ist aber gut. Ja, gut für dich, ja. Alter, was sind das für Karten? Wenn Sepp keine Ausrüstung hat, kommt er aber erstmal nicht so gut an uns ran. E-Bike. Mich kommt immer noch nicht ran. Die Karte aktivierst, hier 2 oh, Karten. Oh nice, das ist gut. Das ist wirklich gut. Ja. Komplett, Sepp hatte 0 Karten, hat jetzt 4 Karten wieder back. Das ist eigentlich echt stark. Ja. Und ich mach dir mal einen Distanz mehr. Peter, und was bist noch du einen denn? Unterstützer. Den Grunk. Erik. Peter, wenn du wirklich auch Abonnent bist, dann frage ich mich, was Christian gemacht hat. Verstehst selber noch nicht da. Er will uns gerade extrem interessant. Okay, ja, viel Spaß. Ich versuche dann mal einfach weiter zu überleben. Okay, ich werfe also erst die Bombe. Ja, bitte nicht. Ach komm. Oh, einen Angriff hätte ich aber gern genommen. Oh, Bram, wenn die bei dir hochgehst, aber auch Action. Oh, komm. Das ist Peng, ja.
Das könnte die beste Folge werden für Team Peacemeat. Die Hater haben einfach keine Schnitte bei Peacemeat, ey. Hast du einen Angriff? Ey, Dalu, mach mal einfach nix. Ja, das ist genau das ist sogar das, worum es gerade geht. Mach einfach mal nix. Nicht Sepp killen? Nee, mach mal nicht. Ich weiß. Du kannst ihn eh nicht, aber du kannst ihm Gronkh wegnehmen vielleicht. In wessen Reichweite bin ich denn? Also wen Range? Wie viel Reichweite hast du? Keinen, weißt du, ne? Keinen. Also ich komme an eh keinen ran. Angreifen. Oh, das ist gut. Aber ich kann meinen Unterstützer so wechseln, ne? Ja, aber da kommt der Alte weg. Ja, klar, das weiß ich. So Duellkarten haben aber, glaube ich, keine Reichweite, oder? Er steht dann da, glaube ich, auch, ne? Ja. Okay, Moment. Ich hau Gronkh raus. Ach du Scheiße. Setzt du den Mickler? Was macht denn Mickel? Das nehme Mädchen für alle. Dass ich weiter angreifen kann. Lass mal kurz überlegen. Du kannst dich jetzt entscheiden. Reichweite oder Distanz. Oder wenn du am Zug bist und deine erste Karte ziehst, kannst du diese entweder vom normalen oder vom Ablagestapel ziehen. Okay. Auch stark. Ich gehe natürlich auf, dass ich weiter angreifen kann. Also plus ein Reichweite, ne? Damit ich an Sepp rankomme. Korrekt? Tick mich. 2-2, ja. Und Sepp setzt die nächste Runde aus. Alle K.O. Okay. Können wir ihn erst trainen und dann machen wir einen Fan. Vielleicht ist das gar nicht mehr nötig. Best-Case-Szenario ist das. Ja, aber wenn ich Bram jetzt hätte aussetzen lassen, weiß ich nicht, ob er die Bombe gezogen hätte. Und das wäre ja für uns. Weiß überhaupt auch noch gar nicht, was Bram ist. Also ich weiß bei. Sehen wir jetzt, weil er ein Karo zieht. Guck mal, darf ich dann jetzt, Dalu? Ja, ich bin fertig, ich hab nichts mehr. Du bist bei Dalu, wenn du stirbst. Dann zieh ich jetzt für die Melonenmine, ja? Ja, genau. Und Peng! Angie! Was ist dann Schrottwichel? Easy! Das ist ein Problem, jetzt kommt die Karte zu mir. Kommt die zu dir, ja. Jetzt zieh ich erstmal zwei Karten. Okay, besser bei mir als bei Dadosh. Ja, du hast aber noch genug Leben, da ist ja noch alles Tutti Frutti. Cool. Ich glaube, die wandert einmal rum. Ich glaube, bei mir explodiert sie. Ich jede Runde. Was ist Christian, was ist Pete? Also ich hatte Sammy tatsächlich auch von Abonnenten bis dato. Also, ich wüsste nicht, warum er sonst selbst angegriffen hat. Okay, Sammy ist von der Hand. Mhm. Stimmt, das steht da drauf. Ein geiles Bild von ihm. Ja, ansonsten sind meine Sachen sehr begrenzt, also nehme ich noch die Nose, wa? Oh scheiße, er kann ja jetzt sogar dafür sorgen. Oder er könnte das retten. Oh stimmt, er kann dir ein Karo geben. Ja, richtig. Oh, ja, geil. Das freut uns, ne? Nein, das ist jetzt macht die ja auch Sinn. Ja, tatsächlich. Das hattet ihr gesagt vorhin, glaube ich, ne? Das war, oh, das war die Karo? Bei der Bombe macht das Sinn. Aber es ist beides Kreuz, ist ärgerlich, ne? Ja. Gucken wir mal. Und jetzt mischt er nochmal. Jetzt mal die oberste für... Ja, oder du legst sie da erst wieder hin, ist mir auch egal. Uiuiui. Du bist dann durch damit und ich ziehe die oberste für die Melone. Oh, bitte, nein! Interesting. Aber eine gute Karte weg, genau. Jetzt guck mal gleich, wenn du ziehst, bitte, ob die Karo ist. Das ist wichtig. Nope. Okay. Das heißt, er wollte ich nicht retten. Also zumindest ist das kräftig. Er konnte nichts tun, also wollte er dich nicht retten. Ja, plus eins Distanz, plus eins Reichweite. Was bist du denn? Wieso hat denn der eigentlich Mediums aufgezogen? Nee, das ist nur die Optik. Ja. Ein Formel-1-Witz. Ja, what the fuck? Alles klar. Sven ist, glaube ich, in der Form auch neu. Ich meine, bringt mir jetzt Gegner nicht allzu viel. Also Schrecken. Nee, da haben wir, glaube ich, schon mal. Spieler, die nur eine oder gar keine Karte ausgerüstet haben, können dir keinen Schaden mehr zufügen. Das ist stark. Na gut, aber jeder von euch hat mehr außer Christian. Christian, ja. Ihr habt keine. Ich glaub, immerhin. Eben musst du ja auch keinen Schaden machen. Kann dich ja auch einer nicht angreifen, einfach. So. An Sepp komme ich nicht dran. Verdammt. 1, 2, 3, 4 brauche ich dich. Kann ich hier umgehen? Warte mal. 1, 2. Da sitzen ja auch so viele Leute. Warte mal, mach mal andere Richtung. Vielleicht hier oben. Fuck you, Dadosh. Ich bin der Typ, auf mich zu verarschen. Das ist schön. Ja, bei den anderen bin ich mir auch noch nicht sicher, ob ich da angreife oder nicht. Ja, Chris kannst du auch angreifen, das ist okay. Nee, mach ja, bin ich mir nicht so sicher. Greif Dadosh an, der ist auf jeden Fall. Ich dachte auf jeden Fall, dass Dalu ein Play gemacht hat. Ganz normales Basic Play. Ich chill erstmal. Erstmal chillen. Okay, aber jetzt hast du noch irgendwas nach deinem Zug oder so, was du machst? Die Bombe kommt jetzt noch zu dir. Nee, ich hab nichts mehr.
Ach stimmt, du hättest auch Distanz und Reichweite tauschen. Ja, aber ich hatte vorher 1-0. Ja. So, dann gucken wir mal. Nope. Ja. Alter, ich sehe das schon, die tötet mich doch. Ja, du bist ja nicht dran. Einmal rum. Ist doch ach super, ja, stimmt, ich bin ja nicht dran. Aber ich krieg sie ja trotzdem. Aber du musst ja nichts aufdecken, oder? Oder musst du sie trotzdem aufdecken? Nee, aber dann bin ich danach, ja, wenn ich dran bin, dann tötet sie mich. Achso, die geht erst weiter, wenn du sie... Nur so lange denkst du, lebst du noch. Ja, also wieso sollte man mich jetzt auch angreifen? Ich bin doch komplett raus aus dem Spiel. Ja, gibt da wir erstmal und du bist ein Hater, der auf jeden Fall tot ist. Kannst ja doch immer noch Damage verteilen. An wen kommt Dardosh denn so ran? Ja, danach kannst aber. Du kannst Sepp töten. Das ist gut. Das weißt du ja gar nicht. An wen kommt... Kein Reichweiten. Du kommst an jeden dran. Nee, ich nicht. Ich guck nur, wer hier an wen rankommt. Ich komme an Sepp dran. Sepp kommt an keinen. Ich bin gar nicht dran. Wenn ich das richtig sehe. Dalu kommt an... Sepp und Bram bis dato. Sepp und Bram. Peter kommt an maximal Dardosh oder... Nee, an Dalu kommst du gar nicht ran, ne? Nee, aber an Bram komme ich ran. Wieso kommst du und nicht an Dalu? Natürlich 3, oder nicht? Nee, doch. 1, 2. Nee. Ich zieh nochmal 2 Karten. Da ist immer schon. Gibt ja keinen Grund. 2. Oh shit. Wie viel ist das jetzt nochmal? Nein, ich hab ich weiß es auch nicht. 1, 2, 3, 4. Habe ich eigentlich in der letzten Runde darauf geachtet, wie das mit Leben und Karten ist? Warte mal, ich habe gerade 4 gezogen, davon habe ich eine gespielt. Das heißt, ich hatte vorher 6. Das heißt, ich hatte vorher. Ja, stimmt, Sepp darf nur eine Karte haben. Oh, das stimmt. Oh. Das ist richtig. Warte mal, das eine Leben habe ich seit vorhin schon, ne? Seit der Runde. Ja, du hättest 2 ablegen müssen. Das macht dann mal jetzt besser. Ja. Ah. Aha. Ah, Tor. Heißt, er hat noch einen Block. Er hat auch 2 Blocks noch. Hm. Brönk. Ja, wir haben noch 2 Blocks. Ja, stimmt. Ja, Sepp ist aber nicht der Einzige. Er wird Erfrischung haben, keinen Block. Ablegt. Ich glaube, er tankt den. Ich würde sagen, wir machen ein Hard Reset. Das heißt, alle weg? Es wird entferne alle ausgerüsteten Karten noch lebender Spieler. Oh, fuck. Alter. Holy shit. Also nur die und die Handkarte. Damit ist mein Gronkh dann auch weg. Nicht die, die du auf der Hand hast. Klar. Oh, nein, das war so gut. Okay, jetzt den Counter wieder komplett runter, ne? Ja. Wie geht das? Reset? Nee. Draw? Nee. Was macht man damit? Was drückst du immer? Rechtsklick? Group? Ja. Beste Group, ja. Okay. Nee, Draw. So, und ich nehme natürlich hier meinen guten Freund Flo. Flo. Dadurch kriege ich mal 2 Reichweite, was eigentlich egal ist, aber dadurch habe ich irgendwie zumindest meine Karte an Bord. Jetzt muss ich würfeln. Was ist die Augenzahl gerade? Hält Flo einem Spieler deiner Wahl einen Vortrag über Politik? Ist ja geil. Die schwebt. Die ist gerade. Dadurch, was hältst du nur so von Politik? Findest du richtig geil, ne? Geil. Ja, überhaupt nichts mehr. Ja, dann also siehst du, Flo muss dir das mal interessieren. Ja. Flo muss dir das mal erklären. Jetzt setz dich aus! Du setzt aus. Okay, Dalu. Mach sie fertig, ihr beiden! Moment, die Mine muss ich noch weiter tun. Ah, guck mal, aber die muss ich jetzt ja muss ich nicht mehr ziehen, weil ich aussetze. Die musst du dann nicht ziehen. Ja, okay. Ist richtig. Ja, das heißt aber, ich bin dran, ne? Ja. Ja, Twitter geht weg. Komm on, Dalu, finish! Ja, er hat keine Reichweite mehr! Komm schon! Warte mal, was macht ihr da gerade? Er setzt auch raus. Ich bin auch raus. Ja, yes. Ich bin noch nicht fertig, oder? Ach so. Lang so, du hattest nichts mehr gesagt, tut mir leid. Wenn du noch Karten ziehen kannst, ist Bescheid. Ich würde Bram gerne angreifen. Hä? Er will das ist doch total. Was macht er denn? Ich glaube, er hat eine ganz andere Rolle. Weil musst du irgendwie. Ja, es gibt musst du Hardy töten? Musst du in Afrika irgendwie einnehmen? Oder? Ich glaube, er spielt für ein ganz anderes Team. Oder du verarschst mich, Peter. Aber so würde doch kein Abonnent reagieren. Ja, nein, er hat mich auch aussetzen lassen. Ja, das ist schon anders. Richtig, aber was ist da los? Oh! Moment, müsst ihr nicht. Oh, oh, oh. Hey, oh, warum raus? Hey, Seppo ist nicht als erster gestorben. Muss man jetzt probieren, was man war, oder bleibt er tot? Ja, doch, weil er muss ja wissen, ob er Karten zieht. Tui musst du revealen. Also nee, ist das nicht so wie bei Hitler? Du musst einfach nur sagen, ob... Nein, aber wenn er doch Hater ist, muss er doch Karten ziehen. Ja, aber Bram reicht wenn Bram sagt, du musst Karten ziehen oder nicht. Genau.
Moment, aber da kann ich das verlieren, oder nicht? Wer darf denn wirklich Karten ziehen? Doch Christian, nur, wenn Pete's wenn ein Hater nee, jeder. Selbst wenn ein Hater einen Hater killt, darf ein Hater Karten ziehen. Oh, das ist okay. Moment, jeder? Dann darf ich auf jeden Fall Karten ziehen. Nein, außer er ist kein Hater. Ja, aber genau, darum geht's halt. Das. Ram könnte ja auch nett sein. Aber du weißt, dass er ein Hater ist. Ja. Moment, wann darf ich jetzt Karten ziehen, wenn man Abonnenten tötet? Nein, ja, du Hater. Du hast einen Hater getötet. Und jetzt ziehst du Karten. Drei Stück. Ja, ich sag dir, Dalu schreibt ein ganz komisches Spiel mit dir. Ja, aber Dalu muss mein Mate sein. Anders geht's nicht. Ja, jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Christian, du darfst 3 Karten ziehen. Hat Christian ist mein Zug dann vorbei? Nö. Du kannst auch weiterspielen. Wir müssen uns nur merken, was du gespielt hast. Das wäre noch relevant, weil du darfst ja die Karten nicht zweimal spielen. Angriff und Duell. Duell. Hä? Erstmal ein Flugzeug. Also. Christian hat so eine Special-Mission, so eine Handkarte, töte die beiden Trader und dann hast du einfach gewonnen. Vorbei. Das wird ja jetzt noch ein interessantes Spiel. Boah, geh mich mal geschmeidig nach hinten. Ja, aber also, da konnten wir jetzt auch echt nichts machen. Ah ja, genau, meine Handkarten schmeiß ich noch weg. Ja, wa? Ja. Oder behalte ich die auf der Hand? Ich glaube, Ablage einfach. Ja, dann kommt da noch eine Armbrust. Schrottwichteln. Ja, das ist ein geiles Bild. Und dafür darfst du jetzt noch eine ziehen. Dafür darf ich noch eine ziehen. Das ist ein geiles Bild von Sepp. Ja, perfekt. Ich auch. Schönes Foto. Das ist auch aus dem echten Leben einfach. Achso, das war letztes Weihnachten. Also ist Peter der YouTube-Mitarbeiter? Ja, das muss ja. Ich schnall einfach überhaupt nichts. Wie kommst du da drauf? So dumm kann Christian ja nicht sein. Ja, aber guck mal, Peter hat mich auch angegriffen. Also Peter und Dalu haben mich angegriffen. Ja, bei der ersten Runde hat er dich angegriffen. What the fuck? Wer sind denn bitte die Mitarbeiter? Vielleicht hat einer falsch gemischt am Anfang. Das wäre jetzt der Obershit, wenn wir mit 3 Abonnenten spielen. Also, hä? Damit ist mein Zug dann endlich vorbei. Okay, so, dann drehe ich meine Karte mal um. Christian, echt jetzt? Das ist die Karte, die du mir gegeben hast. Ja, das ist die Karte, die ich dir gegeben habe. Weißt du, was ich von Sepp gezogen habe? Block. Sepp, ich greife dich an. Okay, ich bin so verunsichert. Ich guck nochmal sicherheitshalber unter meine Rolle. Warte mal. Dalu, du bist doch gar nicht dran, oder? Wie war das? Doch, nicht, klar. Ach doch, ja. Na, ja. Wir waren ja noch in der Runde von Christian. Christian, vielen Dank. Ja. Das ist ja, sehr cool. Nett von dir. Ja, cool. Ja, das heißt, Peter ist der mich verarscht. Ich bin tot. Wieso? Christian hat mir einen Angriff gegeben, damit ich Sepp töten kann. Ja, okay. Und jetzt können wir Christian killen. So, warte mal. Ja, Moment, erstmal weiß ich Peter. Nicht. Ist Sepp Trader? Nö. Bist du Hater? Okay, dann nicht. Dann ist er der YouTube-Mitarbeiter. Das. What? Peter wollte. Also, einer von euch hat dann nur mitgespielt, um zu dieser Situation jetzt zu kommen. Ich weiß nicht. Nee, ich bin Abonnent. Fuck you, Dalu. Ja, aber es. Hab ich gerade auch schon gemacht. Warum sollte man als Abonnent Dadosch aussetzen lassen? Ja, genau. Ja, aber warum sollte man A, seinen Trader-Kollegen tot sehen und mir helfen, den YouTube-Mitarbeiter umzubringen? Weiß ich nicht, Christian ist crazy. Christian, warum hast du Dadosch aussetzen lassen? Erklär mir das. damit der Sepp nicht helfen kann. Helfen? Ja, was weiß ich denn, was da passiert? Also, ich spiel doch. Moment, warum sollte Dadosch Sepp helfen? Dadosch ist nicht. Team Pizmeet. Ich schnall schon alleine nicht. Christian, wenn Christian Hader ist, hat er seinen Hader-Kollegen getötet. Hauptsache 3 Karten. Ich schnall es nicht. Hauptsache 3 Karten. Oder Dalu hat mich dann angegriffen. Peter also hat mich angegriffen. Also, das kann nicht sein. Also, es gibt ja nur entweder hat Christian das Spiel nicht verstanden. Oder Peter einer played richtig hart. Es muss ja Peter sein. Nein, Dalu, denk doch nochmal nach. Willst du mich verarschen? Warum bringt Christian denn seinen Kollegen um? Bin jetzt fertig? Also ich hab fertig. Ich hab noch keinen Kollegen umgebracht. Kann doch sein. Wenn das nicht so ist. Oder also Peter ist jetzt dran, ne? Ja, also Sepp hat mir gerade eindeutig confirmed, dass er YouTube mit dabei ist. Da liegen bestimmt 3 Abonnentenkarten auf jeden Fall. Hallo, ich bin ja, also ich hab ja, da ich ja kein Hater bin, kann ich ja nur
Studio-Mitarbeiter sein. Abonnent oder ein Mitarbeiter sein. Ja, aber Abonnent bist du nicht, weil du dadurch angegriffen hast. Du spielst gar nicht mehr mit, wa? Ja und? Ja und? Ja, ich spiele auch nicht mit, also, hä? Was ist das denn nicht wie bei, Dings, dass man dann irgendwie sich geschlossen hält? Ich habe da überhaupt nichts gesagt zu meiner Rolle. Ja, ist ja alles gut, aber du kannst kein Abonnent sein. Du kannst kein Abonnent sein. Ich rede die ganze Zeit, ich bin todes easy. Also, nee, also entweder hier müssen drei Abonnentenkarten liegen oder Christian trollt. Okay, überlegt, was ich gesagt habe. Peter, Dalu kann auch sein. Peter, Dalu kann es auch sein. Ja, ich weiß, dass du auch abonnentmäßig gespielt hast, aber was soll ich denken? Ja, was soll ich denn gerade denken? Ja, aber wen greifen wir denn jetzt? Weiß ich nicht, ich warte so lange, Dadosch, bis jemand... Dadosch, du musst entscheiden. Bitte. Wie Dadosch musst du angreifen? Nein, entscheiden. Ja, du musst doch Dadosch dann angreifen. Dadosch ist der Einzige, den ich beschützen muss. Ja, ich auch, Christian. Ja, Moment, ich muss den auch beschützen. Ich finde das schön, dass ihr alle Sorgen habt, okay, ne, und mich beschützen wollt. Ich greife einfach nicht an. Sondern deswegen habe ich da den Hater gekillt. Ich glaube, ich ziehe jetzt allein Koks. Ich glaube, ich auch. Bram, hast du noch was über? Bring mir mal was, ey. Ja, das ist ja alles komplett eine Stumme hier. Komm. Also, ich verstehe es nicht. So. Peter, jetzt machen wir deinen Zug, ja? Peter, ja, du bist dran. Alter, ich bin mega verwirrt, aber ich mache jetzt erstmal meinen Zug. Pass auf, neue Karte. Brams Einblendung. Eieiei. Ach du Schande, wie viel Text steht denn da? Ach so. Bram hat eine Einblendung vergessen. Hoffentlich fällt es nicht auf. Wirf einen Würfel. Wissen die erst Würfel? Die von mir. Weil dann müssen wir nicht alles jetzt vorlesen. Ups, war eins. Okay, ich kriege einen Damage. Wow. Also bist du selbst die Community hat es bemerkt. Warum bin ich selbst? Die Community hat es bemerkt, ich kriege einen Damage. Das ist jetzt natürlich belastend. Ah ja, geht ja. Weil Bram wieder Fehler gemacht hat. Ich komme sowieso an niemanden dran. Warte mal, habt ihr alle Full Life? Kommt es an mich dran? Ich habe Full Life, ja. Yes. Kommt es trotzdem an mich ran? Dadurch auch. Ja, dann halte ich mich direkt mit Friendly Fire. Ja, ja, halt alle, ne? Ja, genau. Moment, und das war wichtig, dass wir alle Full Life haben, damit wir uns nicht helfen können. Weil du uns, weil du uns nicht heilen kannst. Ja, ich weiß, also Dadosh ist der Einzige, der gerade in meinem Team ist, ja, Dalu? Also du hast mich schon als Hater bezeichnet. Ich hab dich nie überhaupt als Hater bezeichnet. Doch, du hast gesagt, Peter muss dann ja der Hater sein. Ja, du musst mich verraten von euch beiden. Ja, deswegen, ich könnte dich jetzt angreifen, mache ich aber nicht, weil ich noch nicht weiß, was hier gerade passiert, Sache wenn ist. Niemand jemanden angreift die ganze Zeit? Geht es hier unendlich du weiter? Du musst dann committen, du sagst, was wir tun. Du musst die Bombe klären, die Melonenmine klären. Wir zählen bei toten Spielern die Reichweiten eigentlich noch mit rein? Nee. Okay. So und crazy. Rücken alle auf, ne? Ja, ich bin fertig. Krass. Mussten wir noch irgendwas ziehen? Nee. Ich hab schon wieder vergessen, was da falsch läuft. Ja, das hab ich auch noch nicht mitbekommen. Nee, bei den Charakteren. Spiel. Wenn du läuft einiges falsch. Egal, ich ziehe zwei Karten. Jetzt will ich aber. Also, Christian wird jetzt seinen Zug machen. Dann sehen wir es ja. Oh Gott. Aber was mich halt wundert, also vom Handeln her, Peter, ist für uns beide Christian aber der bessere Partner, also aus unserer eigenen Sicht. Warte mal, ich habe vier Leben. Er hat so viel getötet. Gutes getan für, also der hat zwei. Aber er hat auch Dadosh aussetzen lassen. Ja, er hat Dadosh aussetzen lassen, hat einen Hater getötet und hat dafür gesorgt, dass der YouTube-Mitarbeiter stirbt. Also er hat alle angegriffen. Ich hab die Bösen angegriffen, Dani, das ist das Richtige. Und Dadosh hätte ich auch angreifen lassen können. Ja, aber hätte ich auch angreifen können. Ich hatte drei Angreifenkarten. Ja, aber ich habe immer noch nicht verstanden, warum du ihn aussetzen lässt. Damit er mit Sepp und Bram gepasst hat. Ja, du hast vorhin noch gesagt, damit Dadosh Sepp nicht helfen kann. Ja, damit er nicht interveniert, damit das genauso aufgeht, wie er das wollte. Weil ich konnte dann im Endeffekt Dalu danach, ich habe ja danach nochmal gezogen, dann konnte ich ihm die Angriffskarte geben. Und dann war Ende. Da ist was. Deine Story ist was faul, Christian. Ich bin fertig. Nee. Lass mal die Bombe dadurch, nicht vergessen. Ja. Ja, ja. Ein Witz von mir leider verpasst. Schade. Zum Witz von. Okay, Moment, jetzt darf ich zwei Karten ziehen, ja? Okay. Nö. Der Witz ist auch wieder gut. Der Witz ist auch wirklich von Jay, oder? Mit dem Bild dazu. Okay, ich glaube, ich habe jetzt die größte Wahrscheinlichkeit, dass ich damit richtig liege. Ich habe keine Ahnung. Und zwar ist es eine Karte, wenn ich zwei Karten nenne, die richtig benenne,
die jemand auf der Hand hat, bekomme ich diese. Ja, du musst einen auswählen. Du musst einen Gegner auswählen dafür, oder? Ja, genau, genau. Und ich wähle Chris auf, weil er am meisten Karten hat. Und ich sage einfach mal, du hast einen Angriff und einen Block. Nee. Okay, schade. Da warte, darf ich mir die Karte nur durchlesen? Ja, ja, nicht fertig. Hey, Peter, dadurch greift Christian. Wenn der Spieler diese beiden Karten auf der Hand haben, muss er dir diesen umgeben. Hat der Spieler nur eine oder keine der genannten auf der Hand passiert? Okay. Genau, ja. Und jetzt, weil du vier Karten hattest und ich glaube nicht, dass es nochmal so viele werden, dann dachte ich mir, okay. Du hättest sowas wie E-Bike. Aktuell ist ich kenne die anderen Kartennamen halt nicht wirklich. Ja, das ist das Problem. Das geht wobei nicht. Ein Blocker war wirklich am häufigsten. Okay, das war's. Ich bin durch. Okay, das heißt, ich ziehe jetzt die Bombe. Ja. Die geht jetzt hoch. Nein. Nein. Immer noch nicht. Aber das kann doch nicht sein. Er hat jetzt die zweite Runde angefangen, ne? Also ist schon... Komme ich an Christian dran? Nein. Oh, stimmt, der musst du doch gar nicht. Aber töte einen Hater, einen Hater? Hauptsache, also, wenn das der Fall wäre, Alter, dann muss Christian in die Klinik. Ach, stimmt, Chris hat ja auch dich getötet, wirklich. Ja, als allererstes. Da geht doch mal das Licht. Okay. Das geht ja halt nicht so in meinen Kopf. Alles. Peter oder Dalu. Dalu würde ich doch am meisten zutrauen, dass du die kleine Fotze bist. Eigentlich ich auch. Ich greife niemanden an. Lass mal Dalu spielen. Ich bin fertig. Ich kann hier keinen angreifen. Okay, Peter. Ich bin fertig. Peter, Bombe. Du bist dran. Bomba. Bombe. Nix passiert. Freust du dich denn also? Ja, ist doch voll geil, wenn ich nicht den Damage krieg. Vielleicht warum freue ich mich wohl? Ja, vielleicht kriegt Dalu den dann, aber wäre schlecht. Das ist ein doofes Spiel. Okay. Was eine Wendung. Er ist auch so fies, weil Chris Bild da, weißt du, er hat so einen Heiligenschein über sich. Jawohl, Peters Rollator. Kannst drei Karten von deiner Hand abwerfen, um mit dem Rollator ins Altenheim zu fahren und dich um eins zu heilen. Das geht immer und plus eins Distanz. Meinst du, der hat auch Schildkröte und Hase? Stimmt. Ich mach noch den Merch-Shop. Das heißt, ich decke vier Karten auf und dann gucken wir mal, wer was nimmt. Oh, die ist gut, ja. Einmal Don Capitano mit Reichweite. Gangbang. Die Gangbang-Karte können wir ja schön unserem Team lassen. Ja, das stimmt. Ganz in Reichweite. Sollte Dadosch kriegen. Oder richtig geiler Clown. Warte mal ganz kurz. Richtig geiler Clown, das Flugzeug weg. Warum willst du mir das Flugzeug wegmachen, Dalu? Du musst hier was Komisches gemacht haben. Nein. Ich nehme den richtig geilen Clown. Dann sucht erstmal aus, was ihr so nehmt. Dadurch verstehe ich ja. Ich finde auch, dass Christian eigentlich am suspiciousen ist. Aber der hat mich getötet. Der kann doch kein Hater sein. Ja, aber was denn sonst? Also wenn Christian der Hater ist, Alter, dann, keine Ahnung, dann dehnst du den Windows. Das kann ja nicht sein, was dann hier passiert oder wir sind halt wirklich aber vielleicht hasst er ja auch die Hater. Er ist halt ein absoluter Alpha-Hater. Ja, es darf nur den einen Hater geben, genau. Den einzig wahren. Ja, okay, die drei dann Karten genug. Richtig geile Klaue, ich hätte gerne das Flugzeug. Nehme ich auf meine Hand. Played Peter mich? Ist das die Frage? Oder war Christian einfach Chaos? Ey, hier wird einfach richtig krass gemindplayed. Dadurch, du musst einfach alle konstant gleichzeitig umbringen. Das ist also okay. Bei Secret Hitler hatte ich schon häufiger die Situation, dass ich echt nicht mehr wusste, was los ist, ne? Dass ich selbst an mir gezweifelt habe. Ja? Das Problem ist jetzt. Hier ich bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, was Christian ist. Ich würde ihn ja jetzt echt gern angreifen, aber ist das sinnvoll? Er kann ja immer noch crazy Abonnent sein. Wenn du Abonnent bist, dann ist das sinnvoll. Das ist dann nicht so. Ja, genau, lass dir das von Dalu sagen. Ja. Du hast Dadosch aussetzen lassen, dafür gibt es keinen Grund. In der anschließenden Runde einen Hater und den anderen Typen weggemacht. Oder Sepp lügt so einfach und er sagt mir einfach nicht, dass er Hater war. Warte mal, ich guck auch nochmal im Namen. Aber Christian kann ja nicht Hater sein. Der hat er muss Hater sein. Oder Abonnent, dann bist du aber Hater. Das ist die einzige Ausgangssituation. Also, wenn ihr beide, einer von euch. Ja, natürlich. Ich mach gar nichts. Ich warte erst nochmal hier ab. Ja, das ist mir alles hier mega zu fischig. Du bist dran, Christian. Ja, wir gucken jetzt erstmal, ob da was ist. Geh doch mal hoch. Nein.
Boah, die blaue. Boah, die ist aber krass. Was macht die denn? Ist hier drauf. Ach du Scheiße. Boah, nice. Update kam übrigens 28. April 2018. Die Melone geht zu mir, ne? Ja. Mhm. Ja. Das hat Chris sehr freudig gesagt. Also ich glaube, es wird. Ja, ja. Mach mal. Ich bin gerade meine Karten am Managen. Ich habe 3 Milliarden Karten, die sind alle kacke. Aber, wobei. Ja, guck mal, wenn ich so wenig Karten habe, nehme ich ein E-Bike und ziehe direkt nochmal 2 Karten. Das ist gut. Muss auch meine Distanz noch runterstellen, fällt mir gerade auf. Alter, was für ein Game, ey. Die Frage ist, ob was, also der Solo-Spieler spielt gegen 3 Leute. Ja. Er muss ja, also entweder baut er sich irgendwas auf, keine Ahnung, 5-mal die Gangbang-Karte, um uns alle gleichzeitig zu drainen. So, mehr geht ja gar nicht. Aber jetzt macht selbst Move am Anfang vielleicht wieder ein bisschen mehr Sinn, oder? Er als einziger. Genau, er wollte sich als Hater ausgeben. Ja, genau, damit. Okay. Aber er wurde sowohl von seinem Hater-Kollegen als auch von dem YouTube-Mitarbeiter. Ah, ne, ist er ja selber. Von beiden Hater wurde er einfach unter den Tisch gefallen lassen. Ja, Moment, ich glaube, Bram hat ihn nicht angegriffen. Ich habe ihn nicht angegriffen, aber ich konnte auch nicht helfen. Bram konnte nichts machen. Bram hatte einfach Kackkarten. Genau, ich hatte nichts. Halt dann auch nichts. Ja, aber Bram, hat zumindest noch nicht mal was gemacht, das ist ja schon mal was. Ich glaube, ja, in der einen Runde hätte ich dich angreifen können, aber da habe ich gesagt, genau. Ich habe einen Block auf der Hand. So, das ist die einzige, das ist die einzige Sache, mit der ich dir helfen konnte. Ich glaube, Chris dachte, dass Bram der YouTube-Dings ist und dass Sepp Hater ist. Nein. Ja. Weil Sepp hat er nicht direkt getötet, sondern indirekt. Genau, das und Bram hat er direkt getötet, deswegen glaube ich das. Das kann noch sein. Weil er genau auch dachte, Sepp hat am Anfang sich revealed und genau. Er ist natürlich als Kollege mit am Start. Mit im gleichen Zug hat der Sepp unter. Ja, aber indirekt. Nein, Sepp hat er nur indirekt. Getötet. Er hat erst Bram getötet, genau. Hat dann gesehen, oh shit, fertig. Der ist Hater. Jawohl, Christian ist es. Machen wir fertig. Fertig oder was? Ja. Er ist die Bombe. Okay, er ist die Bombe. Guck mal, jetzt will er sogar Splash Damage machen. Mit der Granate. Ich hab sonst mehr als 4 Karten. Warum soll ich die nicht ausrüsten? Ja, ja, warum solltest du einen Splash Damage machen? Die kann ich auch wieder abrüsten direkt. Nee, wie ist es? Dadosch. Was haben wir hier? Okay. Ja, ich bin durch. Aber Moment, ich habe noch eine Reichweite mehr hier. Darf ich nicht vergessen. Ups. Warum greifst du ihn nicht an? Weil ich nicht kann. Ja, der ist auch Hater, Dalu. Mach erst die Bombe. Ja. Ach, dadurch ist eigentlich der Hater. Da, jetzt löst sich alles auf. Dann kommen wir raus, ne? Ja. Endlich. Ist aber auch gut. Aber man hat jetzt leider den Falschen getroffen. Nee, alles easy, weil ich hätte ja doch angreifen können. Die Distanz ist ja die richtige, ne? Weil ich dachte, du hast 3 Distanz, aber das ist ja dein Angriff. Das ist die Defensive. Ja. Ah, okay. Aber, ja, doch, hättest du machen können. Ja, ja, gut. Ich hab das jetzt nicht gesehen. Nehmen wir noch einen Feuerpfeil. Und das heißt, ich habe eine Reichweite von 4. 1, 2. Nee, von 5. Stimmt, mit meiner eigenen. Ja, ja, mit meiner eigenen habe ich 5. 1, 2. Reicht das, um an Christian ranzukommen? Ja, ne? Ja. Dann greife ich den Christian an mit dem Gaukler. Okay, also geht jetzt davon aus, dass Christian Hater ist und den Fehler gemacht hat. Das ist so mittlerweile euer Gedanke. Weil er dachte, dass Sepp Hater ist und ich wäre YouTube-Mitarbeiter. Genau. Aber dann stellt trotzdem noch die Frage, warum willst du als Hater als allererstes den YouTube-Mitarbeiter rausschmeißen? Ja, und deinen einzigen Kollegen, den du so hast, dann bist du trotzdem 4 gegen 2. Wir committen das jetzt. Das ist unsere Strategie. Aber also wenn Dalu hast, ist es auch wieder Next-Level-Shit hier. Da habe ich auch wieder gar keinen Aber Bock drauf. Aber ich kann nichts mehr machen. Konnte er blocken? Ja. Okay. Leider, sonst hätte ich ihm noch eine Handkarte geburnt. Das kannst du übrigens auch. Wir können richtig leer machen. Peter, du bist. Okay, dann tausche ich jetzt meine Distanz mit meiner Reichweite. Boah, Optimus Depp hat tatsächlich mal Sinn, weil dann müsste ich ja Christian erreichen können, ne? Weil jetzt habe ich eine Distanz mehr. Ja, 2-2, ne? Mehr. So, und jetzt beginne ich meinen Zug mit 2 Karten. Zu hacken, ey, so ein Quatsch. Ja, du hast halt gegen jeden gespielt, das war echt strange. Ja, das ist jetzt mega verwirrend. Was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt neues Vehikel einsetze. Du hast gerade sozusagen einfach nur bestimmt, dass Reichweite und Angriff, Distanz. Dann würde deine Reichweite, denke ich mal, höher gehen wieder.
Also wenn du Distanz ausrüstest, dann bekommst du Reichweite. Genau. Also du hast einfach für deine Stats sind einfach gerade getauscht. Andersrum. Moment, genau. Die waren auch vorher getauscht. Er kriegt doch jetzt Distanz dazu. Du musst die danach dann wieder tauschen, oder nicht? Nee. Okay. Also, das ist ja jetzt nicht so, dass Distanz ist gleich Reichweite, sondern die Werte sind doch einfach nur getauscht worden. Steht da, deine Werte werden getauscht. Ja. Und nicht Angriff und Distanz. Reichweite und Distanz ist jetzt das andere, sondern die Zahlen werden ja nur getauscht. Das heißt, du kriegst jetzt aber sonst kannst Distanz. Du dir das ja hochschaufeln, ja, und hast nachher 10-10. Das ist ja Quatsch. Nee, er kann ja jetzt nur einmal, wenn er jetzt steht etwas halt legt. Oder wenn jetzt die Karte neue weg wäre, was hätte er denn dann? Was hattest ja, du nichts, vorher 1-2, jetzt hat er 2-1. So, da hat er die Werte getauscht. Und jetzt kriegt er einen Wert von plus 1 Distanz dazu. Nee, nur wenn eine neue Karte aktiviert wird, oder? Genau, wenn eine neue Karte aktiviert geht oder die weggeht, was kriegst du dann? Also wenn dann werden... 0? Ja, das ist ja Quatsch. Nee, also ich glaube, das bleibt so bestehen, weil du die schon hast. Nur wenn du eine neue Karte, wenn du die jetzt wechselst. Das macht ja nur Sinn, wenn wirklich alle Distanz, also wenn Distanz mit Reichweite einfach allgemein getauscht wird. Das ist doch Quatsch. Es wird nur der aktuelle Wert. Keinen Sinn macht. Nur der wieso macht das dann keinen Sinn? Einfach. Also Peter, es lohnt sich nicht, das jetzt zu ändern. Nee, ich verstehe das nur nicht. Ja, wenn also Peter meines Erachtens ausrüstet, steht halt da, du wechselst deine Werte für Distanz und Reichweite miteinander. Und ja, okay, Werte sind halt Zahlen. Was passiert denn, wenn er jetzt hier das Bike für den Rollator ausrüstet? Dann hat er 2-2 oder was hat er dann? Nee, dann hat er 1. Dann steht das ja, das was hier steht, hat er dann. Hat er denn 2-2? Also ich hätte jetzt gedacht, er hätte einfach nur 1. Warte mal, so, er rüstet jetzt das Ding aus. Das heißt, du kriegst 1. Nee, das hat er ja. Das hat er ja. Dadurch habe ich ja überhaupt das 2-1. Nein, das hatte der. Ja. So, wenn er jetzt aber, er hat jetzt 2-1. Ja. So, wenn er jetzt das ausrüsten würde, kriegst du eine Distanz mehr. Ja, ist so, ja, genau. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Da kannst du dich doch boosten ohne Ende. Ja, das heißt, jetzt habe ich 2-2. Ja. Dann hast du ja perma ein mehr in Reichweite aktuell. Und wenn du nächstes Mal wieder umrüstest, dann. Also. Weißt du? Das ist ja. Ja, stimmt. Der könnte sich jede Runde könnte sich 10, unendlich 10 Reichweite buffen. Ohne Items, ja. Das ist doch total dumm. Das heißt, es ist nur aktiv, solange der Rollator da liegt. Ich hätte gesagt, das wird halt komplett Distanz und Reichweite getauscht. Das heißt, wenn er was Neues ausrüstet, dann kommt das jetzt aktuell, weil das ja getauscht hat, auch zur Reichweite dazu. Das heißt, wenn er das ausrüstet, passiert einfach gar nichts und er hat weiterhin 2-1. Das okay. Andere macht doch keinen Sinn. Ja, das wäre eine Idee, das ist aber nicht das, was auf der Karte steht, aber ja, ich weiß. Ja, aber alles andere macht halt nicht wirklich Sinn. Die Karte ist einfach scheiße, Optimus selbst zackt. Aber wir sollten uns trotzdem unabhängig davon auf was einigen, was wir einfach machen, damit alle damit zufrieden sind. Er hat gesagt, du tauscht halt die beiden. Alles, das andere ist zu stark Gangbang. Für mich. Ja, das andere ist viel zu, also da kannst du halt wirklich krass schummeln. Okay, das passt vielleicht, aber hey. Ja, Moment, aber das kannst, na egal. Hauptsache, alle sind mit der Entscheidung zufrieden, dann ist ja eigentlich egal, wie wir es spielen. Bist du genau. Fertig? Nee, wir haben uns immer noch nicht entschieden. Achso, ich dachte, das haben wir. Okay, wie haben wir uns entschieden? Ja, das sagst Gangbang. Du mir das doch. Okay. Das, was Sepp gesagt hat, die, oder nicht? Die sind jetzt getauscht, deswegen male ich das dahin, damit wir das nicht genau. vergessen. So, das heißt, alles, was du jetzt an Distanz ausrüstest, zählt für Reichweite. Genau. Und alles, was du für Reichweite ausrüstest, zählt für Distanz. Bis du da änderst. Ei, ei. Okay, jetzt ist wichtig die Diskussion gewesen. Jetzt wechsel ich den gegen 1-1. War das ist aber wirklich irrelevant. Wichtig. Weil sonst hättest okay. du jetzt nämlich einen mehr. Schon mal. Ja, das ist richtig. Dann, aber das, egal, das habe ich jetzt einfach nur für den Joke gemacht, aber ich kam ja vorher schon an Christian dran und war versuche deswegen den Angriff. War echt witzig. Dann blockt. Okay. Was ist das? Wenn ich Mikkel nehme. Wenn Christian gleich stirbt, das Spiel ist nicht vorbei. Dann spritze ich mir ins Höschen. Ist die letzte Fähigkeit jedes Mal, wenn man am Zug ist? Nee. Du willst einmal auch. Ach so, doch. Ja, auch immer. Immer, wenn du am Zug bist. Ja. Aber du kannst sie nicht wechseln, das meinte ich.
Du kannst nur aber die oberste Karte nehmen, ne? Nicht irgendwie aus dem Stapel. Ja, das ist schon klar, aber ist ja trotzdem eigentlich mega stark, meiner Meinung nach. Ja? Ja, wenn du das liegen hast, was du willst. Ja, der Mikkel, der wühlt da auf dem Müll rum. Okay, dann bin ich jetzt fertig. Und du hast dich für Punkt 3 bei Mikkel entschieden, ne? Ja, genau. Genau. Ja. Punkt 3. Okay. Tja, das ist belastend. Er muss ja mich angreifen. Einmal Block bitte legen. Kann ich nicht. Blockity Block Block. Ja, da bin ich fertig. Okay. Haben wir die Melone gar nicht mehr? Nee, die ist schon explodiert. Dalu gefressen. Ach so. Die ist bei Dalu explodiert. Okay, Moment, ich hab mal ganz kurz eine Frage. Sorry, ich muss einmal kurz gucken. Nee, ist kein Angriff. Nee. Okay. Ah, auch schon genau, dachte ich nämlich auch gerade. Sonst wäre das richtig OP mit der Handgranate zusammen, ey. Willst du einmal den Tisch fräsen? Oh Gott, der Heslon, Alter. Na, und das Dummies breiten Schultern, ey. Wenn man wieder genüsslich sein Mikrofon sieht. Das lutsche ich gleich. Okay, ich spiele richtig gern Clown und klau dir den Boy. Moment, das ist Unterstützer, ne? Jetzt habe ich aber Dummy ausgerüstet. Damn, aber ich kann es aussetzen lassen. Das Dummy auch wieder wegschmeißen, also. Ja. Aber das Ding, das LeFloid-Ding, bringt doch nicht, das ist nur Range. Nein, ich kann doch, wenn ich jetzt würfel, und dann kann ich doch Chris aussetzen lassen. Wenn ich sie aktiviere, dann. Aber es ist nur einmal, ne? Ja, aber es würde reichen, halt wir müssen ihm 4 Leben abziehen. Ja, oder ich nehme. Du machst. Kannst halt, wenn du triffst, burnst du ihm Karten. Ja, ja. Peter, du bist mittlerweile erstaunlich still. Lass die ganze Zeit das Fäustchen dann schön so alles läuft, wie du dir vorstellst. Ich weiß auch nicht. Das ist halt auch still. Also, das ist halt einfach nur interessant. Ich warte darauf, dass wir Christian down gemacht haben und dann bin ich gespannt, was passiert. Ich kann ja schon an ihn ran, oder nicht? Das heißt, ich laufe jetzt das hier. Dann kann ich das noch ausrüsten, dann habe ich noch eine Distanz mehr, um auf Nummer sicher zu gehen. Moment, wenn du ihn jetzt treffen sollst, ziehst du 2 Karten. Was denn? Ah, jetzt ziehst du 2 Karten. Ja, genau. Das sehr meine. Gut, schön den Gaukler, schön das Duell, schön Angriff. Okay, jetzt kann ich erstmal angreifen. Block ich. Gut. Wie viele Blockkarten er hat, krass. Oh, das hätte ich vielleicht vormachen sollen. Okay. Fordere einen Spieler zu einem Duell heraus, spiele nun abwechselnd Angriffskarten. Das ist schon eine Angriffskarte, oder? Ja, er fängt an. Ja, er muss die erste Angriffskarte genau. dagegen also halten. Also im Endeffekt die erste Ding. Hoffentlich hast du keine. Nee, ich habe auch keine. Oh, sehr schön. Jetzt burnst du ihm eine Handkarte. Willst du die aus? Wenn du einem Spieler Schaden zufügst. Genau. die will ich aus, oder? Oder will ich die aus? Ich weiß nicht. Kannst du eine Handkarte des Spielers entfernen? Also der Angreifer entfernt die Handkarte des Spielers. Ja, dann nehme ich die Reichweite weg, oder? Dann könnt ihr alle auch besser handeln. Nee, Handkarte. Ach, eine Handkarte. Ach, sorry. Reichweite würde auch keinen Sinn machen. Die ziehe ich einfach raus, ne? Die ziehe ich einfach raus. Ja, ja. Auf den Müll. Die kommt eh oben drauf. Okay. Und jetzt, Ich pumpe die noch darunter. Jetzt greife ich mit der alle an, damit wir ihnen nochmal Damage machen. Sorry, falls ich euch treffen sollte. Oh, jetzt kriegen alle eine Handkarte weg, wenn sie. Ich weiß, dass du mich triffst, weil ich gerade schon keinen Block hatte, mieser Mofo. Und wir verlieren jetzt alle eine Handkarte. Nee, ja. Ich nicht. Also ja, ich aber schon. Okay, jetzt ist aber jedenfalls entblößt. Ja, du musst mir und Peter noch eine Handkarte wegnehmen. Oh. Dann muss ich euch wegnehmen. Okay, nimm die andere. Guck mal nimm kurz die weg. Andere. Guck mal kurz weg, bitte, weil ich hab dir schon gezeigt, welche ich habe nicht hingeguckt. Also. Nimm die! Nimm die in der Mitte! Nimm die in der Mitte! Ich weiß nicht, welche das war. Warte, nein, das Flugzeug! Jedenfalls war das war mein Flugzeug! Peter. Das war okay. Die ich behalten wollte. Sagen dann wir mal bin so. Ich. Oder kann ich da irgendwas machen? Nee, ne? Nee. Ich bin dann fertig. Alter Vater, ey, was ein Game. Dalu, denk dran, die letzte Karte, die du ausspielst, kann ich ziehen, wenn ich will. Bringt leider nichts. Also, das Einzige, was wir machen können, ist. Ich spiele. Halt sie jetzt erstmal hoch, Dalu, oder?
Nee. Ich spiele jetzt einfach mal Schrottwichteln. Gebe. Gib mir mal. Peter hier eine Karte einfach. Da, du hättest du nicht eben gerade auch würfeln können? Oder nee, nur weil kein Angriff war. Hast du es direkt die Karte angegriffen? Kannst du mehrere Karten geben, okay. Ja, aber die andere brauche ich noch, deswegen ziehe ich eine. Scheiße! Was ist jetzt denn los? Wenn die Karte. Ach du Kacke! Ist das die One Piece Karte? Wo kommt. Ich hoffe, die ist nur einmal im Deck. Ja, ist sie. Dann spielen alle wieder mit. Ja. Was die One Piece Karte? Wenn er jetzt Hater ist, wir, diese Karte. Es gibt, ja, dadurch, es gibt eine Karte, nice. Dann geht okay. Das Spiel von vorne los quasi. What? Werden alle wiederbelebt. Oh shit. Oh. Hallo? Mach das hallo, für komm! Gag, für den Lebt Gag doch endlich deinen nein, Kollegen ich, wieder, dann. Ich weiß auch nicht, wer der Hater ist, komm! Ich mach den. Ach, schade. Ich will ach, komm schon, wollt ihr mich verarschen? Er verliert auch wieder eine Karte. Ich kann nicht blocken, also du musst mir auch eine Karte ein Leben weg und eine Karte. So, genau. Peter, hast du gemischt? Dadurch hast du gemischt? Ich möchte mal ganz kurz sagen, ich hab mal dazu euch mal eine Frage. Darauf steht, kannst. Heißt das, du musst? Nö, für mich ist können immer wollen. Okay. Ja, in einem austarierten Regelwerk stimme ich dir dazu. Aber dadurch hat er vorhin auch gemacht in Form von ach müssen. So, ja. Und hier weiß ich halt nie, ob der Regelersteller sich da Gedanken drüber gemacht hat. Nee, ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist das so, eigentlich hätte der du darfst, ja, wobei du darfst wäre auch doof. Wir also, können weil normalerweise darfst du. Ach, ich hätte jetzt gar nichts burnen müssen von den beiden. Ja, ist eine Frage, grad, aber wir spielen jetzt so, dass du es musst. Wir spielen das so. Okay, habt ihr gemischt? Okay. Ja. Ja, ich hab gemischt. Wisst ihr, wie Danu jetzt auch so langsam sicher so auch von gegen Peter alle geht, ja? Dann hätte ich die andere Karte gespielt. Ja, glaube ich auch. Dann, also, dann wären wir wieder da. Wenn ihn Chris gezogen hätte, hätte er seinen Fehler ausbaden können, Alter. Jetzt muss man Danu die Karte klauen. Ich habe immer noch keinen Fehler gemacht. Ich glaube, selbst die Karte ist leider anders, als du dir denkst, aber sie ist halt genauso doof. Also, wenn die Leute wiederbelebt werden, ist das die ich meine. Nee, und nicht, dass fast sowas schlimmer. Also, alle töten? Das Spiel ist vorbei. Alle sind tot. Alle außer dir sterben? Das heißt, Peter kann jetzt aber nicht mehr das Red Bull nehmen, ne? Nee, wollte ja nicht. Okay. Ich zieh nochmal die, jetzt muss ich nochmal würfeln. Ja. Du bringst dich gleich selbst um, wenn du jetzt eins oder zwei würfelst. Wir verlieren noch, weil wir uns alle selbst gekillt haben. Mach ich aber nicht. Okay, decke 6 Karten vom Stapel auf und nimm bis zu 3 Karten auf deine Hand. Oh, was passiert stark. Mit den anderen das 3? Das ist nice. Die kommen auf den Ablagestapel. Auch gesagt. Ne? Macht ja eigentlich Sinn. Alles, was gesehen eben, wird und nicht benutzt wird, das, kommt ja immer. Ja. Wenn Christian die Karte bekommen hätte, hätte sich das ganze Spiel. Brams Twitter-Post, der Witz von Jay, Andy, Sven, Battle for One und Gronk. Ist ja vorbei. Gucken wir mal, ob das dann vorbei ist. Er hat keine Karte. Ja, aber er kann ja trotzdem noch Abonnent sein. Ach so, ach das so. Ja, das stimmt. Ey, wenn der jetzt Abonnent ist, ne? Dann verliert Peter gleich seine Karten oder so ein Shit. Nee, das ist nur bei ihm, glaube ich, so. Nur wenn Team Pizmeet das macht. Achso. Ach Gott. Und sein Eigenfleisch und Blut tötet. Ja, nichts zum Heilen dabei. Das ist echt belastend. Warum denn? Warum machst du da den Gedanken, ob du dich heilen musst? Ja, wer weiß, ob das Spiel sofort vorbei ist? Ich glaube, Peter. Oh. Witz von Jay. Vielleicht ist auch Peter der Böse. Ja, anscheinend hat er sich Gedanken Battle for One. Nimm doch den Twitter-Post. Nimm den Twitter-Post mit. Den kannst du dann zum Beispiel da noch reindrücken, falls Christian doch der Abonnent war. Er überlegt viel zu lang. Okay. Er überlegt viel zu da, du Maul halten da. Christian, das Peter ist eigentlich der Hater. Pass auf, komm. Wäre schon alles geil. Belastend hier. Witz von Jave an Christian. Bei einem liebigen Gegner psychisch Schäden, ein Schaden. Okay. Ich will nur nochmal angreifen. Battle for One gegen Christian. Oh Gott. Da bin ich kaputt. So. Na, wer ist denn der nächste Hater? Ah, jetzt spielst du mit uns. Okay, ich ziehe also keine 3 Karten. Das Spiel ist ja vorbei. Okay. What the fuck? Was hast du denn Christian, was du wusstest doch ganz genau, was abgeht. Christian, wenn du die Karte gehabt hättest. Ja, die hatte ich. Ja, die kenne ich.
Wähle einen beliebigen noch lebenden Spieler aus, tausche das eine Rollenkarte. Tausch du mit Dados. Oh, das ist krass. Das wäre schön gewesen. Die hatte ich am Anfang die ganze Zeit. Ja, wobei, das macht ja auch keinen Sinn. Wieso denn, wenn wir das ist doch die Rolle. Ein. Oder? Das ist doch die Rolle. Nee, das ist der Held. Achso! Ja, aber dann. Also dann hätte er halt nur Dados verloren. Aber ich meine, Sepp hat am Anfang echt gut gespielt, weil ich habe mich tierisch darüber aufgeregt, dass der Vollidiot sich direkt als Hater daraus getan hat, weil ich konnte dem einfach nicht helfen. Also habe ich Bram ausgewählt einfach, um dem Damage zu machen, weil der da auch nichts gemacht hat und habe halt leider den Hater getroffen. Aber ist weil doch, ich erst also wusste, nachdem der gestorben ist. Ja, genau. Das aber ich ist doch viel logischer, auf die Leute zu gehen, die Sepp angreifen, anstatt auf den einzigen zu gehen, der Sepp nicht angegriffen genau. hat. Genau. Aus deiner Perspektive. Naja, aber Sepp war für mich doch der Hater. Dein Kollege. Also dein Kollege. Also solltest du. Ja, und Dalu oder Bram war für mich angreifen. Der YouTube-Mitarbeiter. Ja, aber der ist ja auch dein Kollege. Erstens das und zweitens, Bram hat ja Sepp nicht angegriffen im Gegensatz zu Dalu und mir. Genau. Weil er nicht konnte. Er hätte gekonnt. Er hätte gekonnt. Ja, dann hast halt du nicht. Ja nicht gesagt, oder? Nee, aber das habe ich nicht gesagt. Warum nimmst du nicht safe einen Gegner von dir? Warum nimmst du nicht safe jemanden, der deinen Kollegen angegriffen hat? Ich konnte in der einen Runde Dadosh oder Sepp angreifen. Also Sepp töten hat halt für mich keinen Sinn gemacht. Der ist ja Hater-Kollege. Dadosh angreifen hat keinen Sinn gemacht. Der hat 5 Leben gehabt. So, dem ziehe ich 2 Leben ab. Dann ist der zweite Hater auch direkt revealed. Bei Dalu und Bram war ich mir nicht sicher, ob die YouTube-Mitarbeiter sind. Also dachte ich mir, machen wir den zuerst fertig. Ich habe Bram angegriffen. War 50-50, ja, ob ich Dalu oder Bram hat mache. Sepp angegriffen. Da habe ich einen Fehler geschossen. Gemacht, Peter. Okay, ich... Also ist halt wenn schade, er am Ende Windows auf deinstallieren werde ich jetzt leider hätte, nicht. Wäre krass. Ja. Da habe ich... Also ich habe halt den Fehler gemacht, Bram anzugreifen. Dann habe ich ihn weiter angegriffen. Woher soll ich wissen, dass der mein Hater-Kollege ist? Ja. Tja, war eine aufregende Runde. Schwimm geworden. Dumm gelaufen, das Spiel. Zumindest hast du dafür gesorgt, dass das Spiel jetzt sehr unterhaltsam ja, war. Ja, sehr schön. Und ich bis zum Ende crazy. Noch dachte, dass Dalu vielleicht doch noch ein Böser ist. Ja. Und na egal. Team Pietz mit gerettet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und rein. Macht's gut. Tschüss.